willkommen zu einem Review-Video. Das ist schon sehr lange her, dass wir so eins gemacht haben. Und zwar haben wir diesmal, ihr seht es schon wahrscheinlich hier auf dem Tisch, etwas zugeschickt bekommen von Blippo.com. Das ist die Hauptfirma von der Japan Candy Box und von der Kawaii Box. Wir haben da auch ein paar Videos auf unserem Kanal. Könnt ihr gerne nochmal vorbeischauen. Heute haben wir das hier erhalten. Vielen Dank erstmal dafür. Das ist also ein Sponsorship-Video. Wir dürfen das jetzt auspacken und uns freuen über den Inhalt. Und ja, ihr seid dabei und vielleicht habt ihr dann auch Lust. Später sagen wir euch noch, wo ihr sowas euch bestellen könnt. Ja, und was es da für verschiedene Boxen gibt. Wie ihr seht, ist es in einem süßen kleinen Säckchen verpackt. Und darauf steht Surprise Kawaii Egg. Also, lassen wir uns überraschen. Nee, oder? Doch. Oh Gott, ich dachte, das wäre ein Pancake. Das nehme ich. Eine Tasche. Eine Kreistasche, wo man wahrscheinlich dann so kleine Sachen reinpacken kann, wie Geld oder Fahrkarte für Kinder. Irgendwas, was passt dran. Das ist so flauschig, oder? Ja, richtig flauschig. Wie ein Plüschtier halt. Und mit so einem, was ist das? Das ist zum Anhängen. Ein Strap. Strap, ja. So, so. Mach mal auf. Das ist ein Viereck, oder? Ja, da ist ein Finger fast drin. Vielleicht. Ah, nee, das ist nur. Okay. Das ist einfach nur das Schaum. Ah. Zeigt. Aber man muss sagen, das Gesicht sieht gut aus. Ja. Es gibt diese Pikachus, die haben immer so ein zerknautschtes Gesicht. Und die Farbe stimmt nicht, aber das ist... Das sieht richtig gut aus. Ja. Deine neue Schultasche. Ja. Ohne Gucken ist schlecht. Voll gepackt. Ja. Was denn? Ein Fächer. Ein Fächer? Mhm. Das trägst du so auch. Ja, stimmt. Summer-Fan. Kiwi. Oder so. Also, das ist was Koreanisches, oder? Ist perfekt für den Sommer, vor allem wenn man im Büro sitzt und einfach nur stirbt. Und sonst haben wir keine Mikrowelle. Nein, kein Ventilator. Achso, geht mal lang. Have a cool summer. Summer Pisu Item. Also etwas, was man für den Sommer gebrauchen kann. Wir brauchen jetzt auch eine Person dazu, die uns permanent zufächert. Gerade ist nicht so schönes Wetter, aber gestern war richtig heißes Wetter. Also das ist auch so stickig derzeit. In einem Kiwi-Glas. Kiwi-Juice. Sieht aus wie so ein Trinkpäckchen, Verpackung. Ja, oder? Ja. Ich dachte eigentlich auch, dass sie jetzt irgendwie wieder was zum Einweichen und. Was ist das? Ist das ein Ticketholder? Ja! Ein Namenshalter. Also für den Koffer oder Taschen. Ja, stimmt. Damit man die dann wieder mit denjenigen geben kann. Also eigentlich verliere ich immer auf Long Distance Flights, also Flügen, Long Distance Flügen, wie heißen die? Langstreckenflügen, verliere ich eigentlich immer meinen Koffer. Immer. Denn sowas ist eigentlich echt praktisch. Und dann hängt das so dran und hinten hat man die Adresse. Ist eigentlich ganz süß und ist auffällig bunt. Also auffällig. Tinten mit. Für Gepäck. Nicht schlecht. Eigentlich voll gute Idee. Ist wirklich süß, ja. Schön weich. Ich finde das sehr. Was weich? Ja. Und hat auch irgendwie auch einen praktischen. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Das macht das aus. Das ist nicht nur so süß zum Hinstellen, sondern man kann es auch benutzen. Ich glaube, das ist. Also guck mal, wir haben Fächer, wir haben so eine Brieftasche und was für Koffer. Ich glaube, wir müssen nach Japan fliegen. Um noch mehr Zeugs einzukaufen. Wenn da jetzt noch das Flugticket. Ja! Ich glaube, weiter geht's. Das nächste, was sich plüschig anfühlt. Oh mein Gott, eine Melone! Sorry. Ich wollte gerade Ananas sagen. Eine Wassermelone. Oh. Auch wieder, um, keine Ahnung, Münzen, Haarspangen, irgendwas Kleines reinzumachen. Diese Bobbypins, ich glaube, so ein Dinger ordentlich. Ja, Bobbypins, flauschig ist genau wie das Pikachu mit Flauschig. Oder einfach so im Zug. Oh mein Gott! Oh mein Gott, das ist so ein Crepe und er ist wabbelig. Ein Schokoladencrepe. Voll cool. Anhänger? Ja. Mensch, das sieht gut aus. Das ist für Handys wahrscheinlich. Ja.
Oh, Crab voll richtig, also realistisch aus. Der Crab. Nee, der fühlt sich auch, der fühlt sich mega eklig eigentlich an, weil der ist hier unten so weich und wabbelig. Dinosaurierhaut. Hauptsache, sie weiß, wie die Dinosaurierhaut sich anfühlt. Und zwar erinnert mich das so an den japanischen Krebladen, den wir in Berlin haben, wo ich schon seit Jahren nicht mehr war, aber würde sich auch mal wieder anbieten. Oh Gott, das spricht mir schon so entgegen. Ich glaube, ich muss das erstmal wegnehmen, damit wir weitermachen können. Oh mein Gott, wie riesig ist das bitte? Oh mein Gott! Ihr seht es wahrscheinlich nicht, aber... Diese Katzen? Ja. Pass mal auf. Mann, die Neko? Warte mal. Voll das Knister. Boah, und die ist richtig fett ausgepolstert. Naja, ja. Obwohl... so im Unterricht, wenn man so einschaut. Das ist voll gut. Oh, das Beste. Siehst du? aber wie wir auch probieren, echt geben. Du musst auch rausprobieren. Das ist ein Hamster hier. Wir probieren auch allem irgendwie Nutzen abzugehören. Praktisch. Wofür? Zum Schlafen mit dem Kopf auf dem Tisch. Auf dem Tisch? Was würdet ihr damit machen, außer vielleicht euch aufs Bett packen, als Deko? Hinstellen. So, und das, nachdem das jetzt nun endlich aus dem Sack ist, die Katze ist aus dem Sack. Oh, scheiße. Ich freue mich schon beim Übersetzen. Da ist so viel drin. Ja, ne? Diese Wassersprühe. Genau. Oder? So was, da spiele ich schon mal. Hatten wir schon mal? In einer anderen Box. Ja, mit Panda drauf da. Genau. Oder? Aber das hier ist auch gut, weil es viereckig und dann kann man so mehrere Sachen so besser stapeln. Das ist ein bisschen wie Parfüm. Also könntest du, glaube ich, auch irgendwie Parfüm reinmachen, oder? Mhm. So abfüllen. Gibt es sowas? Und was steht drauf? Animal. Und Stellvertretchen drauf. Genau. Stellvertretend für Animals ist ein Bär drauf. Warte immer noch auf was zu essen. Na gut, es ist verpasst, was wir essen. Ja, ich wüsste jetzt, ist es ein Spiegel? Das Ding, was du mir damals geschenkt hast, war braun und Spiegel. Ja. Das ist ein Kamm. Ja, kann man da was reinmachen? Boah, komm. Die Nägel hindern sie am Auspacken. Schnauze. Haben wir aber die gleiche Farbe. Schieb mal raus. Das ist wirklich ein Kamm. Ah, Kamm und Spiegel. Das ist sozusagen für die Kiara und Lolita das Butterfly-Mädchen. Du bist ein Herzfeier, aber schön. Schon Akte X. Ich guck mal, ob das noch lebt. Ich weiß nicht, wie lange der noch lebt. Doch, fünf. Na, schön, oh, oh, oh. So. Okay. Keines. Ja. Was ist? Ein Macaron. Oh mein Gott, der ist weich. Der ist weich? Warum ist der weich? Moment. Ups. Es ist ein Oreo-Keks. Ein Oreo-Keks mit. Brand. Genau. Also ein Anhänger. Oreo steht drauf und ist weich auf Silikon. Und ich glaube, die Füllung ist halt so. Gibt es das überhaupt zu essen? Bestimmt in Japan gibt es das schon zu essen. Ja, ne? Oreo-Kekse mit so. Rosa Erdbeercreme. Erdbeer oder Sakura wahrscheinlich. Ich nehme wieder was Großes. Okay. Oh mein Gott! Ist ja so süß. Eine Federtasche? Ja, nee, oder? Ich glaube, das ist wieder so ein kleines. So eine Minitasche. Genau. Voll niedlich. Erinnert mich durch das Blau irgendwie so an Seemann. Ja, stimmt. So gleich. Und mit den Streifen ja. So leichter Marine-Look, ja, aber ist auch wieder. Hier mal mit Papier ausgestopft. Sieht ein bisschen aus wie das von unserem Maskottchen, die Augen, so das Gesicht. Ja. Sehen wir jetzt leider nicht, aber theoretisch steht es da drüben. Festes Material diesmal. Ja. Ich weiß gar nicht. Hat sogar zwei. Ja. Ach, einmal entweder so Ring. Genau, oder Karabiner. Rina, die Klugscheiße. Hat mir nicht schon mal irgendwie gesagt, dass sie den Platz fürs Klugscheißer bekommt? Ja. Sie bringt die Intelligenz mit und wir machen nur. Oh, wie süß! Hält Papier. Jetzt ist hier so ein Handy. Oh mein Gott! Ich glaube, da prügeln wir uns rum. Ihr wisst nicht, was sie vor dem Video gesagt hat. Sie wollte einen Kartenhalter haben. Genau, sie sieht das hier hinten drauf und sagt, ich habe noch gar keinen Kartenhalter. Also ich hoffe, da ist einer drin. Und was ist das? Sogar mit Katze. Nein, mit Lama. Ein Alpaka. Alpaka, meine mit Katze. Immer noch diese ungebildet. So Lackleder. Geht nicht so schnell kaputt. Oh,
Handtaschenhalter. Mit Gold. Ja, ja, so eine Handtaschenhalter gehe ich abends mit meiner Klatsch. Aber ich muss sagen, ich mag die Farbkombi, dieses Grün. Das ist zwar nicht ganz Mint, aber so dieses Türkis-Rosa ist schön. Okay. Das ist gerade ein bisschen wie diese Mario. Oh mein Gott, eine Brille. Ohne Scheiße. Ey, sowas wollte ich das so. Oh mein Gott, das wollte ich auch so machen. Und das ist Hello Kitty. Ja. Ja, Mann, weil ich glaube, ich mir das bestelle so oder diese so. Hipster. Entschuldigung. Nichts gegen Hipster, wir wohnen in Berlin. Ja. So, es hat auf jeden Fall, die hat keine Gläser, ne? Logisch. Ach, nee, die hat keine Gläser. Okay. Hey. Hier. Ja, das jetzt aufsetzen. Oh Gott, ich sehe mit Brille nicht so gut aus. Der Brille sehe ich sehr viel. Oh, das sieht wirklich aus. Ja, hat was. Ich weiß nicht, das ist was. Du erinnerst mich immer an diese Lied, nee, an die Lehrerin von damals. Oh. haben Sie einen Termin? Aha. Einmal. Das ist die Lehrerin. Oder das ist gleich die Bundeskanzlerin, die nächste. Amerika. Aber sie kann den Text. Nein, ich kann sowas nicht tragen. Es tut mir leid, ich bin echt kein Brillenmensch. Ich habe es mir immer erhofft, aber es geht einfach nicht. Ich glaube, da sind noch zwei, drei. Ich dachte, da sind sogar noch drei Sachen drin. Echt? Oh. Also. Du kannst noch eine Runde, Leute. Ich nehme das, was sich am komischsten anfühlt. Oh, ich sage, es ist rosa. Ich sage, es fühlt sich am komischsten an und dann ist es sowas cool. Simpel, aber süß. Ja. Wenn man den Ellbogen so gesehen. Schade, dass die nicht so einmal komplett rumgehen. Ja, ne? Ja. Das wäre noch so. Wer hätte das ausgedacht? Jemand, der Geld sparen wollte. Oh, Haarspann. Oh. So frisch diese Haarspann. Vor allem der Apfel ist mega süß. Ich finde es ganz niedlich, weil alle haben Erdbeeren und nicht jeder hat Äpfel. Und eine Orange. Das ist eine Orange, oder? Es gibt diese das ist so wie kleinen Plättchen für die Nägel, ne? Die sind auch immer so aus. Ja, stimmt. So, so sehen die aber aus. Ich glaube, so ist so. Okay, Mia, last one! Mia, da ist nur noch eine Sache. Wollt ihr nicht glauben? Okay. Jewels. Cellphone-Stickers. Na klar, take it down. Da könnt ihr euer komplettes Handy mit eindecken. Müsst ihr, glaube ich, per Hand machen. Ja. Oder zumindest halbieren. Zusammen kannst du schneiden. Ja, wahrscheinlich. Ich habe sowas früher sogar gemacht. Echt? Ich habe meine Handys zusammengeschnitten damals, als ich noch, also als es halt noch keine Möglichkeit gab, mein Handy 3 Kilo schwerer zu machen per Silikon. Habe ich sowas auch. Ich hatte immer Angst, dass zu schnell abgeht und ja, dann die Kleberreste. Nee, das ging nicht ab, das war das Problem. Am Ende war es das Problem. Einmal so draußen wie so ein Rahmen rumkriegen. Yay! So, damit haben wir sozusagen unser Review beendet. Wir sind mega überrascht. Also ich finde es ehrlich gesagt, obwohl keine Süßigkeiten drin sind, aber ich glaube, weil ich auch dermaßen viele Süßigkeiten derzeit habe, bin ich nicht so erfischt drauf. Finde ich einer der besten Boxen, die wir bisher hatten. Ja. Es gab halt mega viel Auswahl. Es ist für alles was dabei. Es sind sehr praktische Dinge dabei. Und vor allem der Fächer. Der Fächer ist einfach beste. Der ist, dass ich einfach mal permanent leide im Büro. Finde ich cool. Und ja, ehrlich gesagt könnte ich, wenn ich mich jetzt entscheiden muss, zwischen Kawaii Box, Candy Box und Blippo Bag, also Surprise Bag, würde ich die Blippo Surprise Bag am ehesten empfehlen. Wie sieht es bei euch aus? Was hat euch bisher am besten gefallen? Also ich glaube, so im direkten Vergleich würde ich wahrscheinlich genauso entscheiden. Mhm. Aber die anderen sind auch mega süß. Das Schöne ist halt beim Surprise Bag, also bei Kawaii Bag, nee, Kawaii Box, du hast Süßigkeiten
und Merchandise. Und bei der Candy Box ist halt wirklich nur Süßigkeiten. Heißt, du kannst dir eigentlich jetzt ein Mittelding aussuchen. Ja. Mix oder komplett. Deswegen finde ich eigentlich mega cool die Idee. Aber ehrlich gesagt, das hier war am besten von dem, was wir bisher hatten. Ja. Auf jeden Fall ist ja Pokémon. Sogar vom Pokémon Center. Also da sind auch hochwertige Sachen dabei. So, sind auch gut verarbeitet. Ich glaube. Und der Wert, den man dann zusammen hat, ist auch schon ein bisschen enorm. Also der schon, lohnt sich schon auf jeden Fall. Damit haben wir unsere Review beendet. Wir freuen uns über Kommentare. Und natürlich dürfen wir auch wieder ein Giveaway machen. Alle Informationen dazu findet ihr in unserer Description Box. Bye!